Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Pam hat Geburtstag. Oh, schön. Pam hat Geburtstag und wir kriegen wieder Iridium. Oh, yeah. So einfach geht's. So schnell kommt man an Iridium dran. Ja, das Wetter für morgen. Regen. Den ganzen Tag. Ich glaube, dann kriegen wir wieder Batterien. Hey, das ist schön. Das ist gut. Ich weiß zwar nicht, wofür ich sie benutzen soll, aber... Ne? Ist ja egal. Hauptsache, wir haben Batterien. Im Endeffekt kann ich sie immer noch verkaufen. Ja, gut. Das Glück ist aber nicht auf meiner Seite. Bei Leben auf dem Land lernen wir was Neues. Und zwar lernen wir... erfrischende Regen. Ja, das ist etwas, was uns nicht mehr interessiert. Wir haben Bewässerungsanlagen. Wir sind weit, weit voraus. Wir machen künstlichen Regen. Ah, Pollenflug, schön. So, hier holen wir noch ein bisschen was mit. Das können wir dann gleich verkaufen. Apfelöl, ja. Uff, so viel Material und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Gut, wir werden noch schnell ein paar Würmer pflücken gehen, damit das Ding weiterarbeiten kann. Unsere Felder sind noch am Wachsen. Wir können hier ein bisschen Früchte schütteln. Sehr schön. Ah. Oh, es sind Sachen fertig geworden. Das bedeutet natürlich nur wieder Arbeit für uns. Das kennen wir. Und das Wenigste ist hier schon zugewuchert. Das heißt, wir können heute tatsächlich richtig Material kaufen gehen. 10 Tage Material. Eieiei. Oh, unsere Erdbeeren und hier haben wir nochmal Kartoffeln. Gut, wir brauchen Saatgut für 10 Tage Material. Hier läuft noch alles. Ich glaube, das Saatgut geht im Moment ein bisschen vor. Und natürlich kurz noch die Tierchen knuddeln, das muss sein. Danach werde ich mich um die Tiere an sich kümmern. Beispiel Mayonnaise machen aus Eiern und so, dich noch. Leo? Oh, Leo strömert woanders rum. Manchmal ist das so. So, das Zeug kann ich auch gleich vor Ort verkaufen. Ja, mache ich auch so. Und Kuno, trage mich zum Geschäft. Im Endeffekt habe ich schon wieder den ganzen Tag verbraucht. Ne? Es ist schon wieder 9 Uhr. Und ich habe noch nichts wirklich gemacht. Das ist so schrecklich, wie ich immer die Zeit vertrödle. Sie hat Geburtstag. Halt! Okay, sie kriegt ein Tuch. Ich habe keine Ahnung, ob sie Tuch mag, aber ich finde es aus. Es ist mein Geburtstag heute. Ich glaube, es ist heute mein Geburtstag. Ja, danke. Das ist sehr nett von dir. So. Penny behauptet, ich würde viel zu viel Zeit im Saloon verbringen. Das kann ja sein. Hallo Maru. Hallo Maru. Ja, ich plane viel Zeit damit zu verbringen. An meinem Teleskop diesen Sommer zu verbringen. Maru, ich hab da was. Oh, ich werde es gerne annehmen. Dankeschön. So. Ich wusste, dass du das gleiche für mich fühlst. Ja, so ist das. Hey, wir haben eine Freundin. Mehr oder weniger. Ich glaube zumindest, wir haben eine Freundin. Aal. Ich habe keine Ahnung, wo ich einen Aal fange. Also lasse ich das erstmal. Hey, Pierre. Geschäfte. Wir machen wieder mal Geschäfte miteinander. Wie wär's mit... Du kriegst Pilze von mir. Und ein Void Eye. Und... du gibst mir irgendwas, was ziemlich genau 10 Tage wächst.
Ja, dankeschön. Du hast auch nichts. Ich könnte des Öfteren Knoblauch pflanzen. Ja, das würde 10 Tage wachsen, aber das ist eigentlich ein Strauch, den man anpflanzt, aberntet und danach nochmal aberntet. Und wenn er dann einmal nur abgeerntet werden kann, ist das nutzlos. Dann ist es nämlich zu teuer. Ja gut, ich nehme Garlic mit. Ruhig ein paar Portionen mehr. Nächstes Jahr kann man ja wieder pflanzen. Und dann brauche ich auch nichts neu zu setzen, also neu in der Mühle zu zermahlen. Kann ich Knoblauchöl mal aus dem ganzen Knoblauch herstellen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, aber primär werde ich jetzt mal pflanzen müssen. Hui! Pam auf dem Weg zur Arbeit. Sie freut sich über ihr Geburtstagsgeschenk. Ein Stück Tuch. Stoff sozusagen. Hier, das Zeug wächst noch alles, das ist gut. Wird meine Knoblauchplantage hier endlich mal richtig groß. Ha. Und zur Not kann ich einfach alles mit Knoblauch jetzt aufstocken. Alles, was ich jetzt an Lücken reiße, weil ich es abernte, da wird Knoblauch draus. Sehr schön. Aber merken, nur auf gedüngtem Boden pflanzen. Alles andere ist nicht gut. So, mein Notknoblauch ist fertig. So. Und Krümel. Na, meine liebe Kuh und mein einziges Lämpchen. Bist du das neue Käppchen? Ja, ich glaube, du bist... Oh, wie süß. Es hat gefressen. Die kleine Frieda hat gefressen. Das ist ja süß. Nee, das hatten wir schon. Ach, die Ernte geht wieder weiter. Sehr schön. Hätte jetzt ja keiner erwartet, dass hier schon wieder so viele Früchte fliegen. Prinzipiell freue ich mich, aber ich komme mit der Produktion in den Fässern nicht hinterher. Das ist das einzige Manko, was momentan besteht. Brauche ich irgendwie Hilfe. Das sind die... Ah, ja genau, das sind meine Starfruits. Die waren ja auch nur einmal Ernte, aber gut, da kann ich ja dann Erdbeeren später hinpflanzen. So, Stall. Das waren aber nicht so viel Eier. Bin hier zu wenig zu fressen, oder, aber dann liegt es hauptsächlich daran, dass sie zu faul sind zum Suchen, weil es ist ja alles hier draußen. Leo! So, das musste sein. Ja, Polly hatte ich gestreichelt, das ist okay. Warum Polly nicht so glücklich ist, weiß ich nicht. Was ist mit euch Tieren schon wieder los? Ihr werdet doch alle gefüttert, ihr kriegt alles, was ihr braucht. Ihr macht das mit Absicht. Anders kann ich es mir nicht erklären. So. Das wollte ich noch verarbeiten. Sehr schön. So, der halbe Tag ist wirklich jetzt rum. Es ist schon 1 Uhr durch. Es ist Donnerstag, also ist die Dame mit ihrem Einkaufswagen nicht da. Gut. Anderer Plan. Wir gehen noch ein bisschen Schleim ernten. Hui. Gießkanne. Damit sie weiter schleimen können, unsere Schleimpfropfen. Oh, und die Paarung geht auch schon wieder vonstatten. Tür zu. Ha! Da, da sieht man's. Der hat es dann aber eilig gehabt, wegzukommen. Nach der Paarung. So, was können wir noch tun?
Ich bin dafür, noch ein Eckchen Holz schlagen zu gehen. So Hartholz. Kann man immer mal gebrauchen. Und Kuno wird derjenige sein, der mich hinträgt. Platz haben wir auch noch. Also, los geht's. Wobei, Moment. Platz 2 Stücken. Ist ein bisschen dünn. Ist wirklich ein bisschen dünn. Allein wenn man schon hier vorbeireitet und Trüffel findet und da geht's schon los. Also muss ich nochmal ganz... Ach! Kuno, ich glaube, ich bin zu dick. Wir passen uns gemeinsam durch diese Gasse. Wir müssen jetzt noch ganz kurz Material wegschaffen. Was ich nicht mehr brauche. Ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe ja der Maro schon einen Blumenstrauß gegeben. Die Frage ist natürlich, kann man mehreren Mädels Blumensträuße in die Hand drücken? Das ist eine gute Frage. Die Antwort bleiben wir uns vorerst noch schuldig. Werde ich aber theoretisch irgendwann auch mal ausprobieren. Wenn ich es nicht vergesse. Aber auf dem Plan steht's. So, in meinem Geiste. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass ich es leider vergesse. Also nicht böse sein, wenn ich es ankündige und dann doch nicht mache. So, jetzt angekündigt habe und dann doch nicht mache. Das ist, man ist ja doch nur Mensch. In meinem Fall vielleicht ein ganz besonderer Mensch, aber eben doch nur Mensch. So, hier können wir noch ein bisschen Holz hacken. Hier wuchern auch überall die Beeren rum. Ob ich das jetzt aufgehoben habe, weiß ich nicht, aber so schlimm war es nicht, weil hier laufen auch noch weitere von den Teilen rum. Solange sie nicht zu viel Platz wegnehmen, ist das überhaupt kein Problem. So, dann hätten wir auch hier die Bäume wieder niedergemacht. Ein Ei. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab sowas von gewusst, dass es jetzt schon wieder zu voll ist. Boah, was mache ich weg? So, ein Ei. Können wir wieder ausbrüten. Will ich dann auch gleich machen. Ich weiß, die Farbe habe ich schon, aber je mehr, umso besser. Umso mehr große Schleimklopse produzieren die. Hallo, Specht. Ach, ich bin schneller als du. Sieh dir das an. Ah. Wir reiten schneller, als ein Specht fliegen kann. Ne? Das ist doch wirklich mal eine Leistung. Hier müsste die Maschine sein. Das ist zum Eier produzieren. Und wo hatte ich das Ei hingelegt? Da ist es. So, das Ei hier mal rein. Dann haben wir noch eine Produktion. Alles zumachen. Weiter geht's. Der Tag ist durch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es schon wieder so spät ist. Herr Kuno, was machen wir denn noch? Die Gegend reiten, die Welt genießen. Ah, ha, wir haben wieder Arbeit gefunden. Und Leo hat sich beschwert, er braucht ein Bad. Also ein Bad. So, genau. Saubere Katze, genau wie es sich gehört. Ich meine, ich weiß, es hat keinen Effekt, es ist eigentlich nur eine Spielerei von mir, aber ich mache das so gern. Lasst mir das doch. So. Was können wir Sinnvolles machen? Wir könnten unser Material wegräumen. So. Wir könnten hier mal wieder was bauen. Das wäre doch schick. Nee, ich glaube,
muss überlegen. Ich muss ganz gut überlegen, weil die hätte ich ganz gerne zu Wein gemacht. Alles andere kann meinetwegen zum Marmeladenpatsch gemacht werden. Das machen wir auch so. Wir suchen uns was Neues, was zum Marmeladenpatsche werden soll. Die Kartoffel kann erstmal zwischengelagert werden. Und wir machen... was habe ich denn in ausreichender Stückzahl da? Jam, genau. Wir produzieren aus Jam jetzt leckeres Marmeladenzeug, was auch immer Jam war. Achso, ich brauche ja noch einen Platz, brauche ich noch. Tischen können weg. Okay. Und passt. Ziemlich perfekt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das genau so viel sind. Ha? Super. Kirschen nehme ich wieder mit. Die Mädels mögen Kirschen. Oder auch die ganzen anderen Dorfbewohner mögen Kirschen. Ich übrigens auch. Ich mag wirklich Kirschen. Wir haben im Garten einen schönen Kirschbaum stehen. Da kann ich immer ganz frisch Kirschen klauen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Kirschbäume, aber der eine ist schon alt und sehr mitgenommen von der Zeit. Aber der andere, der ist noch recht jung, der kann auch fröhlich Kirschblüten produzieren und auch eben am Schluss Kirschen. Finde ich ganz toll. Kann ich jedes Jahr zur Saison Kirschen futtern. Leider ist die Saison ja schon durch. So, die Öle verkaufe ich auch, dann mache ich aus dem Material hier noch ganz schnell weiteres Öl. Schön. Ja. Müssen wir wieder zum Geoden kloppen, aber ich habe auch gar keinen Platz im Inventar. Also morgen machen wir was ganz Besonderes. Aha. Wir machen eine ganz große Rundreise und versuchen wieder jeden Dorfbewohner irgendwie zu beschenken. Dass ich wieder ein bisschen Platz im Inventar kriege. Und in der Zwischenzeit mache ich hier mal dieses Unkraut weg. Befreie meine Bäume vom Unkraut und natürlich entferne ich auch dieses Geröll wieder von meinem schönen Gelände. Hier wuchern auch wieder die Bäume, das finde ich ganz toll. Opas Schrein. Ich habe ja gehofft, dass hier noch irgendwas Neues mal wieder auftaucht. Ich meine, vielleicht auch manchmal der Opa in der Nacht oder so. Aber er hat uns wohl jetzt gänzlich verlassen. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, den kann man irgendwie noch mal retten oder so oder zurückholen. Man muss sich einfach damit abfinden. Denn wenn jemand tot ist, ist er tot. Man kriegt ihn nicht zurück. Man sollte also so viel Zeit mit Leuten, die einem lieb sind, verbringen, weil man weiß ja nie, wann es einen erwischt. So, ich mache hier noch ein bisschen Kleinholz. Einfach um die Zeit zu nutzen, die wir in diesem Tag noch haben. Zeug bringe ich noch schnell weg. Hier die Bäume lasse ich wachsen, damit sie auch ordentlich wieder Holz produzieren. Super. Weg damit. Was können wir wegmachen? Das brauche ich definitiv erstmal nicht. Davon habe ich noch so viel auf Lager. Das brauche ich auch nicht. Zumindest weiß ich nicht, wofür ich es noch behalten sollte. Ich will ja keine Wildfrüchte anpflanzen. Aus dem anderen Zeug sollte ich einfach mal was Gescheites bauen.
Okay. Dann bringen wir das mal weg. Holz. Holz, Steine. Grasbüschel, die sind aber schon bei dir. Nächsten. Nee, gar nicht mehr. Okay. Okay, die lassen wir ganz weg. So. Nee, alles gut. Alles irgendwie an Ort und Stelle. Das Ei könnte ich noch verbacken. Würde Sinn machen. Weil ich ständig mit mir rumtrage und nichts damit passiert. Ei mit Marmelade. Mayonnaise. Hatte schon wieder. Das Zeug kann weg. Braucht keiner. Ja. Auf zur Bettruhe. Damit wir morgen wieder frisch ans Tagewerk gehen können. Und vielleicht, nur vielleicht, sehen wir morgen auch Maro wieder. Ja, da sieht man mal wieder die Trüffelöl und die Pickles. Eggplant Pickles, die haben es gerissen. 14.000, ist gar nicht schlecht. So, ja, der Regen, der angekündigt wurde, morgen hat Shane Geburtstag. Guck schnell mal Fernsehen, danach kann ich noch das Iridium einsammeln. Morgen wird es wieder sonnig, das ist schon mal gut. Und das Glück, ja, ist nicht auf unserer Seite. Also Iridium schnappen und raus in den Regen. Ah, Leo! Ha, da ist er. Bei dem Wetter traut er sich nicht raus. Post. Hallo Kind. Also nee, hallo Kind. Hier ist das Rezept für ein Essen, das mein Papi immer gemacht hat. Du musst es langsam kochen. Pam. Stuffing. Jetzt bin ich überfragt. Stuffing kann ich gar nicht übersetzen. Aber wir gucken es mal an. Wir wollen das Bild ja sehen. Stuffing. Da sind noch ein paar Rezepte, die wir nicht haben. Sogar noch einige Rezepte, die wir nicht haben. Aber gut. Stuffing, da ist es. Oh, gut für die Verteidigung. Und macht auch noch ein bisschen ordentlich Leben und Energie dazu. Gar nicht schlecht. Das Algengrütze. Algensuppe. Ich habe noch Algen im Kühlschrank. Ne? Das könnte es natürlich sein. Ich habe doch irgendwelchen Kram im Kühlschrank rumliegen. Defense in Speed. Diese Krabbenkuchen wäre natürlich extrem lustig. Hier kann man dann einfach mal aussuchen. Was man... Oh, zum Angeln. Ha? Zum noch besseren Angeln. Lobster und Milch. Okay, das können wir mal machen, wenn wir wieder angeln gehen. Vor allem, wenn wir diese besonderen Fische versuchen, angeln zu gehen. Hier, Garlic und Schnecken. Können wir auch noch besser angeln. Apelbar. Okay. Das wäre auch fürs Angeln gut. Solche Zusätze sollte man eigentlich mal nutzen. Ne? Hier zum Beispiel Defense Luck, das ist... aber ich brauche dafür Kürbisse und Kürbisse habe ich nicht. Okay, nächstes, also dieses Jahr im Herbst ordentliche Portion Kürbisse pflanzen. Weil das bringt echt viel. Ne? So Glück und Verteidigung. Hier, Fischen. Für Sardinen und dieses Hash Browns. Das hier ist echt fürs Minenarbeiten super Lolli. Und hier fürs Kämpfen besser zuschlagen kann. Also das ist echt gar nicht verkehrt. Sollte man sich immer mal wieder anschauen, was man davon gebrauchen kann. Ja, Eggplant und Tomatos. Macht ziemlich gesund und Defense hoch. Und ich habe eigentlich noch recht viele Tomaten und Eggplants habe ich glaube ich auch noch ein paar.
Das sollte ich vielleicht mal nutzen, wenn ich das nächste Mal in die Tiefenminen gehe. Um, ja, um dann, wertvolles Stoff oder Material aus den tiefen Ebenen herauszuzerren. Das wäre nicht verkehrt, oder? Ja, das ist sogar ein guter Plan. Ich habe mich gerade entschlossen, dass wir ein bisschen kochen. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal Material holen gehen. So, Material. Eggplant, Tomato zweimal. Oder nicht 30. Hier habe ich auch über 30. Oh, komm, da machen wir ordentlich Material. Da werde ich ziemlich lange essen können. Von der ganzen Geschichte. Hier. Die können da erstmal rein. Die werden später gebraucht, wenn die Fässer fertig sind. Okay. Ach, hier kann ich... Oh, hier kann ich wieder ernten. Noch und nöcher. So, weg damit. Und... Da kümmere ich mich später drum. Das ist, die Mehraufgabe ist jetzt, das Essen zu bereiten. Ja, wir kochen tatsächlich mal was, ne? Genau das. So viel, wie es geht. So, ich habe noch Tomaten übrig. Alles klar. Das wird für einige Zeit in der Mine reichen. Und jetzt können wir ordentlich ernten. So, sollten wir eigentlich auch gleich pflanzen. Wunderbar. So gefällt mir das. Da oben wuchert alles noch so schön vor sich hin. Passt. Können wir hier noch ganz viel Blumenkohl einfangen. Und natürlich auch gleich die Ernte ausbringen, also die Saat ausbringen, Ernte einfahren. Gibt da einen Unterschied. So, das war's. Fürs Erste. Wahnsinnig schön, super. Ich bin da sehr zufrieden. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Knoblauchöl machen. Dafür brauche ich aber Öl und ganz viel Knoblauch. Also... muss ich erstmal Sonnenblumen anpflanzen im nächsten Herbst. Wieso die immer hier draußen hin machen, verstehe ich nicht. Wie kriegen die das denn hin? Okay, egal. Na. Kommt. So. Ha. Tür zu und dann sind sie wieder alle drin. Genial. Oh, und es ist Freitag. Freitag ist immer ein gutes Zeichen. Außer, dass Shane morgen Geburtstag hat, können wir heute nämlich bei der armen... wie heißt sie noch? Ich kann mir den Namen nicht... Weiß ich überhaupt einen Namen von der Frau? Ja, bei der mystischen... Kutschfahrerin. Können wir dann einkaufen gehen? Also auf und davon. Wird immer mal wieder ganz tolle Sachen. Und von daher lohnt es sich immer mal wieder vorbeizuschauen. Hallo! Was ihr aber hat, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.